Sag mal, hallo sagen. Kurzer Zwischenstand, 12.10 Uhr. Wir sehen uns wieder um 12.30 Uhr. Fuck! Teufel, Teufel! Was mache ich? Die Rolex tickt, Mann, sehe ich gut aus. Hol mir den Kick, den ich absolut brauche. Yeah! Von mir aus gesehen war der Vorletzte besser. Bring doch mal den Müll raus. Das ist traurig. Das hier ist das Ende. Silent. Mehr ist da nicht. Ich höre nichts. Würde man diese komplette Produktion verfilmen und sie würde im Fernsehen ausgestrahlt werden, es würde uns niemand glauben. Und das war heute mal lustig, eine Geschichte. Lustig? Ja, wir hatten viele interessante und lustige Erlebnisse. I give you three words, rock and roll. Yo. Also Rockgitarre ist laut. Wie kriegt man Gitarristen dazu, dass er leise spielt? Nee, leg ihm Noten vor. Ja, genau. Bravo, ich liebe dich. Sternenlampen nerven, weißt du warum? Erstens, dann klappen sie runter. Dann musst du dauernd ausrichten. Hier. Das mache ich echt so. Ich bin kein Schauspieler, nicht. Oh Gott, oh, da muss man nachdenken für die Fragen. Was will die denn sagen? Aber alles okay. Jeden Tag ein Lacher nach dem anderen. Das war scheiße. Jungs, das war ja klasse. Könntet ihr das nochmal machen? Ihr wart Zeugen. So, die Outtakes werden richtig interessant. Mach mal das Ding ein wenig lauter. Und ich sag euch was, Mineralwasser ist bei diesem Dreh mit Sicherheit das falsche Getränk. Jetzt machen wir ein Bier auf, jetzt. Das hat sehr Erfolg. Völlig wahnsinniges Spektakel. Aber wie? Ich bin der Rudi, hat das noch nicht gewusst. Ich darf ja nie, weißt du? Ein Insider war das. Wunderbar. Zündmaschine. Wow. Jetzt wird es gefährlich interessant. Jetzt ist das Ding scharf. Mein eigenes Es ist nur ein kleiner Pyro. Jetzt ist scharf. Aha. Und jetzt draufdrücken danach. Silence. Between us, wie paradox sieht das jetzt denn aus? Red. Ach nee, das kann ich essen. Keine Ahnung, wie die heißen. Das trifft mich hart. Und draußen der Sommerregen. Der kann ich schön drehen. Das machen wir doch. Hallo? Tierischer als jedes Tier zu sein! Ist ja auch scheiße. Tolles Team. Mein Herz ist schwer. Wo kommen wir denn her? Ich hab ja Reading. Ich würde gerne das Mikrofon da auf mich klingeln. Viele lustige Sachen gab's beim Faust. Element. Von der Welt, das nicht mehr
verweigere die Aussage. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Sehr geil. Szenenapplaus. Wir sind fertig. Ah, alle klar, Arbeit beendet. Unglaublich. Wer hätte es gedacht? Let's go home. 7:30 und der letzte Tag ist im Kasten. Jawohl. 7 Minuten. Es war ein großes Vergnügen und seid noch fleißig. Ja. Prost. Lieber Käse, wie eine Art. Perfekt. Hat mich gefreut, dass es euch geschmeckt hat. Dem ist nichts hinzuzufügen. Geil ist, ich weiß exakt, wo hier die Klappe ist. Tschüss. Johann Wolfgang von Goethe, der Autor des berühmten Theaters. Nun, der Autor selber ist in der Geschichte nicht aufgetreten. Er hatte aber eine Figur drin. Und zwar auf dem Vorspiel des Theaters erscheint der Theaterdirektor. Und wir wollen den Autor selber in dieser Figur des Theaterdirektors mit erscheinen lassen. Nun, die Frage ist, wie hat er ausgesehen? So, super. So, und unser Ziel ist jetzt, diese Figur jetzt zu erreichen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das geht. Okay, let's go. In seiner Jugend hat Goethe Faust zum ersten Mal als Puppenspiel auf dem Jahrmarkt gesehen und das hat ihn derartig fasziniert, dass er sich 60 Jahre lang, bis ganz kurz vor seinem Tod, sich mit der Materie beschäftigt hat. Ja, das Werk umfasst 12.000 Zeilen, eine ganze Menge. Faust 1 sind etwa 4.000 Zeilen, Faust 2 8.000 Zeilen. Mehr als 150 Jahre später nach Erscheinen des Werkes zur Expo im Jahre 2000 hat Peter Stein das Werk zum ersten Mal komplett auf die Bühne gebracht. Und zwar auch unverfremdet, praktisch in der Art, wie man sich das Buch liest, also in allen Details. Ja, die Aufführung ging auf zwei Bühnen, über 6 Spielabende, ja, mit einer Gesamtspielzeit so von ca. 8 Stunden. Ja, ein richtig schöner Mammutschinken, muss man sagen. Wir selber benutzen natürlich nicht diese Menge des Textes. Ja, eine Schau bei uns beträgt etwa 600 Zeilen. Das heißt, vom Gesamtwerk in 2 Schaus benutzen wir ja gerade so 10% des Textes. Sondern die Hauptmotivation dieser Aufführung ist, dass man eigentlich altes philosophisches Gedankengut, das sich eigentlich schon immer bewährt hat und die Zeiten überdauert hat und natürlich auch aus Quellen früherer Werke schöpft, ja, in ein Gewand packt, das eigentlich einen sehr schnellen Zugang verschafft und auch einen gewissen Unterhaltungswert, der eigentlich kein komplettes Verständnis der Geschichte und auch des philosophischen Inhalts zunächst verlangt, sondern wenn man eigentlich über die Show, so die Bilder, die Musik verarbeitet hat und auch öfters konsumiert, ja, kommt der Text dann mal stark in den Vordergrund. Und wenn man eigentlich den Text mal bearbeitet hat oder verstanden hat, also, entwickelt sich dann mehr so die Philosophie daraus, was wir eigentlich aus dem Ganzen sehen wollen. Ne? Insgesamt ist, sag mal, Faust eine Serie des Scheiterns. Figuren machen mit Euphorie irgendwelche Taten.
ja, und landen, sagen wir, sehr häufig im Gegenteil von dem, was sie eigentlich sein wollten. Faust will eigentlich die Erkenntnis, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, und kurz darauf endet er in der Walburgisnacht und gibt sich allen irdischen Vergnügen hin. Und von seiner ursprünglichen Intention oder Absicht war ich ziemlich weit weg. Grete, ja, die Gott ist fromm, rechtschaffen, wie man sagt, ja, wird zur Muttermörderin Mephisto. Stets bedacht, Seelen für sich zu erobern, ja, macht die Wette mit dem Mann. Und was das Ende von Faust 2 sagt, gewinnt die Wette auch nicht, ist der Verlierer, kann die Seele von Faust nicht gewinnen. Das ganze Werk ist halt komplett durchsetzt mit dialektischem Denken. Und zwar, das ist einmal ganz entscheidend mit unserem Kulturverständnis, weil oft sagt man ja bei uns, gute Absicht, gute Tat, böse Absicht, böse Tat und das Verweben, sagen wir, der Extreme. Mephisto selber sagt ja von sich, genau, ich bin derjenige, der das Böse will und am Schluss das Gute schafft. Eigentlich mit seiner extremen Haltung nachher genau im Gegenteil ändert, was er eigentlich ursprünglich beabsichtigt hatte. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, wie weit wir der Sache uns ähneln. Also vom Haareinsatz, tja, er war wohl schon etwas im fortgeschrittenen Alter. Und ja, die Nase passt, die Ohren, Augenfarbe passt auch. Von der Größe weiß ich nicht, aber hauptsächlich wohl keinen großen Unterschied machen. Ja, okay, ein bisschen mehr Grau braucht wir, sagen wir, um der Sache etwas näher zu kommen. Naja, an der Stelle würde ich wieder sagen, jetzt ziehen wir mal das Hemd an. Man sieht auch gleich ganz anders aus. Und jetzt noch die Jacke. Tja. So müssen wir uns den Herrn Geheimrat vorstellen. Kleider machen halt Leute. Seid gegrüßt, ihr lieben Getreuen, versammelt aus der Nähe und Weite. Den Weißen sehe ich mir zur Seite. Allein, wo ist der Narr geblieben? Johann Wolfgang von Goethe verkörpert in dieser Skulptur, etwas versteinert, doch etwas leblos, wollen wir zu neuem Leben erwecken. So. Und im Zeitalter des Gravities macht es besonders Spaß. Da wollen wir uns jetzt mal ans Werk wagen.
und sieht auch gleich ganz anders aus. Hier unser Motto, Goethe goes Rock'n'Roll. Was wurde der große Poet dazu sagen, einmal in dieser Gestalt hier präsentiert zu werden? Und zum Zweiten, was würde er zu dieser Theateraufführung sagen, sein Lebenswerk, den Faust, mit Rockmusik darzustellen? Wäre er entsetzt, würde er schreiend davonrennen? Oder hätte er vielleicht ab einem gewissen Punkt seine Freude dran? Nun, Goethe war ein Freund des Volkes, des Volkstheaters. Auerbachs Keller, solche Szenen sind mit drin. Er war ein Frauenheld. Tja, hat auch ein buntes Leben gehabt. Ich denke, er müsste wohl am Anfang ein bisschen schlucken. Und nach einer gewissen Zeit hätte er wohl bestimmt seine Freude dran. Nun, wir wollen jetzt den Meister unter dem Motto begrüßen. Goethe goes Rock'n'Roll! Mit der einen Schwamm, weiß mit dem er Geschirr spült. Und ein bisschen Seife geht es auch. Okay. Okay, aber warte, das ist einfach besser, wenn wir das so lassen. Aus. Ich gebe dir ein bisschen Geld noch. Ich gebe dir ein ganz wenig Geld. Dann ist es noch ein bisschen bunter. So. Die Haut, weißt du? So, das geht schon. Ich sprühe mir lieber auf die Haut, wenn ich es jetzt nochmal ausziehe und anziehe. Ach so, ja, wenn du das halt ausmachst. Also, das geht, ich habe das Zeug auch immer in der Hand, also das geht schon. Und jetzt stopp. Achso, da nicht auf die Wunde. Und das auch strecken, das hier. Hier vielleicht noch nicht. Ja. So, da ist auch Strecken. Was ist das? Jetzt bleibt mal ein bisschen. Das ist ja schon bunt genug, oder? Ja. Okay, also unten ist es super. Unten ist fertig. Jetzt schauen wir mal hier nochmal. Da ist ein bisschen. Okay, dann das noch ein bisschen. Und dann so. So, fertig. Thank you.
Presse zu entfesseln. Es tut sich auf. Schaut her. Seht her, wohin, wie's reichlich quillt. Die Kiste bis zum Rande füllt. Dukaten hüpfen wie gepflegt. Oh, wie mir das den Busen regt. Man bietet euch, benutzt nur gleich. Und bückt euch nur und werdet reich. Holz, ihr Toren, soll mir das. Es ist doch nur ein Maskenspaß, glaubt ihr, man gibt euch Gold. Wer? Oh, wer ist es denn? Man's getan! Entfliehen! Wer entfliehen kann! Thank you.
Mein Name ist Rudolf Volz und ich habe mir in den Jahren von 1995 bis 1997 diese Rockoper ausgedacht. Also von der Textbearbeitung bis zum Bühnenbild und auch bis zu der musikalischen Gestaltung, wobei ich dann noch große Unterstützung erhalten habe von den Musikern dieser Band und die das noch Teile mit eingebracht haben und auch noch etwas perfektioniert und voll auf die Reihe gebracht haben. Ja, ich denke, das war wohl bis dahin ein Projekt, das mich eigentlich am meisten beansprucht hat und eigentlich insgesamt vom gesamtheitlichen Wissen zum damaligen Zeitpunkt bis an die äußerste Grenze gebracht hat. Aber ich habe es irgendwie geschafft und konnte dann im Jahre 2003 noch Faust 2 hinterherlegen, was die erste Vertonung war, kulturgeschichtlich überhaupt von Faust 2. Darf ich vorstellen, Goethes Faust. Okay, viele haben sich natürlich wahrscheinlich eher sowas gedacht. Das berühmteste Werk der deutschen Literaturgeschichte, 12.000 Zeilen groß. Tja, hier noch mein Jugendbuch. Wenn man die Wahl hätte, man würde verurteilt werden wie Robinson Crusoe oder schicksalshaft auf eine Insel vertrieben werden ohne weitere Mitmenschen und durfte nur ein Buch mitnehmen, dann müsste man das hier mitnehmen, weil da hätte man genügend Zeit oder genügend Muße, kann immer wieder neue Sachen herausholen, neu schöpfen. Also es dauert eigentlich sehr lange, bis sich das Werk erschöpft. Selbst wenn man diese Inszenierung mehrfach anschaut, also auch beim dritten, vierten Mal, man entdeckt immer wieder was Neues. Also es dauert eigentlich sehr lange, bis sich sagt, es ist alles irgendwie erschöpft. Also es wird langweilig, aber das bringt nichts mehr. Also Text, Bühnenbild und Musik ist für mich eins. Und zwar, ich selber habe eigentlich immer schon Musik gemacht, insbesondere Querflöte, Blockflöte, Klarinette und auch Keyboard. Und wobei die Musik entsteht ja eigentlich immer über den Text. Und zwar das Entscheidende ist, der Song muss eigentlich gesungen werden können, auch ohne jede Art von Instrumentierung. Ja? Nach Golde drängt, am Golde hängt, nach Golde drängt, am Golde hängt, doch alles. Also, oder er liebt mich nicht und etc. Die Songs vom Text her möglichst simpel zu halten, sodass praktisch eine Grundstimmung entsteht, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass Musiker, die hier in der Band auch mitspielen, auch noch wesentlichen Anteil an der Musik haben. Ja, ich selber habe mich eigentlich immer für Art Rock Music interessiert, also insbesondere in den Jahren 1968 bis 1973. Und unabhängig davon gab also der Wissenschaft und insbesondere der Philosophie eigentlich immer schon mein großes Interesse. Und es war eigentlich immer schon für mich ein gewisses Bestreben, Art Rock und Wissenschaft, Philosophie zusammenzubringen. Und ich hatte das erste Mal diese Idee bei einer Steppenwolf-Produktion, bei der ich mitgespielt habe. Und dachte ich, weil Steppenwolf 68 auch ein Kultstück war, das könnte man in dieser Rockversion machen. Und das hat sich aber dann technologisch Schwierigkeiten ergeben vom Copyright her. Und wenn man beide Geschichten kennt, also Steppenwolf von Hermann Hesse und Faust von Goethe, dann weiß man, dass dieser Steppenwolf auf dem Faust abstrakt aufbaut. Und dann ja, dachte ich, wenn es mit Steppenwolf nicht geht, dann holt man sich mal den alten Faust wieder heraus, Buch rausgezogen und drüber nachgegrübelt und ja, am Anfang eigentlich ein halbes Jahr lang erst mich so verhalten gedacht, dachte ich immer, was will man eigentlich eine Rockversion machen mit einem ja, trockenen Gelehrten, der nur hinter seinen Büchern sitzt, das ist doch eigentlich langweilig. Ist doch langweilig. Und ja, und dann eigentlich länger Zeit überlegt. Und je tiefer ich eigentlich in die Geschichte reingekommen bin, hat man gesehen, ja, es ist eigentlich bunt. Es sind Hexen da, was weiß ich, es sind Geister, Walburgisnacht. Ja, und dieses und jenes. Und insbesondere kommen viele Teufel vor. Und ja, so ein bisschen Teufel und Rockmusik, ja, man spricht ja manchmal von diabolischen Bands und ja, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen und je mehr eigentlich
man in dem Projekt weitergemacht hat, eigentlich umso mehr hat man gemerkt, eigentlich, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann, als dann der erste Song mal stand, und das war Mondenschein, das war der allererste Song, so, dann war eigentlich klar, von jetzt ab funktioniert es ja. Die schönsten Erlebnisse war eigentlich die Inspiration, wenn die Bilder kamen, sag mal, wie bei der Hexenszene. Und also diese Inspiration, wenn man den Text liest und versucht, ein Bild zu entwickeln, wie das wohl aussehen würde, den Hexenhut, das Lagerfeuer, wie die herumtanzt und da singt, aus 1 macht 10 und 2 lass gehen, und dann schon die Melodie hört. Ja, und diese Inspirationspunkte, wenn man sagt, jetzt habe ich's, das sind eigentlich so die Momente, die eigentlich den Kick verursachen. Ja, und dann passiert Folgendes, dann steht das Bild, man arbeitet dran, besorgt sich dieses, jenes, und plötzlich sieht man dann diese Bilder plötzlich live vor sich. Dann sind Bilder, die plötzlich da drin waren, plötzlich da draußen. Und das ist, versetzt nochmal so einen Kick, eine Spannung vor und rückwärts. Auch, sagen wir, schräg und verrückt haben wir eigentlich sehr viele Dinge erlebt, ja. Also, eine derartige Inszenierung zu machen, ist schon eigentlich ein Mammutstück, weil man macht es ja nicht alleine, sondern immer mit einem Ensemble. Man ist ja immer auf der Bühne 18 Leute, jede Menge Technik, ist ja letztendlich eine inhomogene Gruppe, Tänzerinnen, Techniker, Lichttechniker, Tontechniker, Sänger, Musiker, Leute mit anderem Background, anderer Mentalität, ja, fremde Städte, fremde Auftrittsorte. Also, das war vor 2 Jahren bei einem Auftritt, Open-Air-Auftritt, die ganze Nacht mit dem Laster rumgeirrt, bis wir endlich angekommen sind, durch halb Deutschland gefahren, noch eine Stunde Schlafzeit gehabt im Hotel, dann so schlaftrunken aufgestanden, in der Dusche gewesen und dann ausgerutscht und dann flach in der Dusche gestanden und hier voll aufgeschlagen auf der Duschkante und dann noch mit dieser Verletzung den Gig runtergezogen. Also das war eine ganz harte Geschichte, ja. Aber es hat keiner gemerkt, aber die Tage danach hat es ganz gut wehgetan, ja. Eine lustige Geschichte, die war zufällig dann auch noch beim gleichen Gig. Das war in Schlieben, das ist in der Ex-DDR, also in den neuen Bundesländern. Und ja, und dann, das war hinter der Bühne, das war bei Faust 2, die Karnevalskiste, dachte ich, hab da hinter der Bühne, dachte ich, wenn die rausgehen, checke ich mal nach, ob der Strom auch da ist, drehe den Schalter und plötzlich, aller ganzer Strom weg. Tja, wunderbar. Glücklicherweise kam gerade wieder der Strom. Da dachte ich, ja, schalte mal die untere Lampe aus, nochmal getestet, und dann ging es ja. Aber im Prinzip durch das Testen einer Kulisse die ganze Show angehalten. Ja. Aber Leute haben es mit Humor ertragen, ja, haben akustisch weitergesungen und geklatscht. Das Schlagzeug war laut genug. Das Tambourin, der Name mit dem Tambourin, ein bisschen im Publikum weiter improvisiert. Ja. Das Publikum hat es gut ertragen und es ging wieder weiter. Ja. Ja, die erste Rockoper, die eigentlich so Geschichte gemacht hat, das ist Tommy von The Who, im Jahre 1968 erschienen. Populär geworden damals, wahrscheinlich insbesondere wegen der Musik, vielleicht weniger wegen der Geschichte. Eine zweite aufregende Rockoper entstand 1973, Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice, hat damals auch Furore gemacht, mittlerweile eines der meistbespieltesten Musicals weltweit überhaupt. Und ja, aber damals ziemlich progressiv, und also da ging es dann jetzt weniger um die Musik, sondern eigentlich mehr um das Thema und dabei eben der Hintergrund, inwieweit diese Inszenierung sich verträgt mit dem damaligen christlichen Verständnis der vielen christlichen Gläubigen. Und ja, kulturgeschichtlich denke ich, eigentlich hätte diese Rockoper auch so in den Jahren 1973 entstehen müssen. Wobei man eigentlich dazu sagen muss, dass es eigentlich sehr wenige Ansätze gab, also klassische Poesie in irgendeiner Form von Rock oder Art Rock umzusetzen. Es gibt eigentlich ganz wenige Beispiele.
Es gab zwar Pictus-Verwandlungen von Anyone's Daughter, aber ansonsten ist eigentlich sehr wenig da bekannt. Was eigentlich sehr häufig damals zu dieser Zeit gemacht wurde, dass im Abstrakten insbesondere klassische musikalische Themen in dieser Version umgesetzt worden sind. Also insofern denke ich, dass dieses Produkt eigentlich kulturgeschichtlich 25 Jahre zu spät kam. So, und ja, aber nichtsdestotrotz scheint es eine gewisse Akzeptanz zu finden und scheint auch irgendwie den Zeitgeist immer noch auszudrücken. Ja. Diese Art der Inszenierung und was wir hier sehen, vom Bühnenbild bis zur Musik, sind eigentlich Bilder, Visionen, die auch vom Lesen des Textes entstanden sind. Vielleicht ist es von daher auch ganz gut, dass man nicht sehr stark vorgebildet ist oder viele andere Inszenierungen gesehen hat, dann ist man noch sehr frei und unbedarft im Denken. Und für mich ist das auch eine gewisse Form von Assoziationsdenken. Ja, das Hexen-Einmaleins, wenn man den Song hört und insbesondere die Worte und die Aufzählung aus 1 macht 10 und 2 lass gehen und 3 macht gleich etc., dann denkt man eigentlich so, das ist eine unsinnige Aneinanderreihung von Zahlen, die eigentlich absolut oder unsinnig absurd wirkt. Ja, und es ist irgendwie auch die Frage, ist das absurd oder unsinnig und woher ist die Quelle? Also für mich war eigentlich immer schon klar, dass das irgendwo 2.000 bis 3.000 Jahre rückwärts geht in der Geschichte, so eher aus der babylonischen Ecke kommt. Und ich bin, denke, ich bin auch mittlerweile findig geworden, und zwar in den neuen Symbolen des Pythagoras. Pythagoras ist ein Name, ein Mathematiker, durch a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat, so rechtwinkliges Dreieck, wie man es in der Schule nennt, aber dass Pythagoras so auch ein Mystiker war, heute wird man sagen Numerologe, der sich auch mit Weissagen etc. beschäftigt hat, ist heute eigentlich wenig bekannt. Wir sehen ihn eigentlich in dem Sinne nur als Technologe, und der hatte praktisch 9 Elemente aufgesetzt und deswegen aus 1 macht 10, das heißt das Ganze ist 9 periodisch und 10 ist wieder der Neuanfang. Und 2 lass gehen, 2 ist das Negative zum 1er, das heißt eher das Diabolische, das heißt dann in dem Fall soll man eher negieren. Und 3 macht gleich, das heißt man soll es behalten, dann bist du reich, nämlich 3 ist dann die Vereinigung von These und Antithese, praktisch zu einer neuen Synthese, so wie das eigentlich auch das Hegelsche Prinzip ist. Die Schülerszene ist einer der vielen Nebenszenen, das heißt eine Szene, die für den Gesamtverlauf der Geschichte nicht zwingend notwendig ist, aber für mich durchaus eine sehr wichtige Szene ist, weil sie die einzelnen Wissenschaften beleuchtet. Insbesondere eigentlich der Schlusssatz, man hält die Teile alle in seiner Hand, fällt leider nur das geistige Band, drückt eigentlich nochmal aus, dass Goethe eigentlich von ganzheitlichem Denken durchsetzt war. Ist es insbesondere sehr interessant, dass das jemand gesagt hat, vor 200 Jahren oder noch etwas länger, zu einer Zeit, als gerade die Mechanik und insbesondere so Newton'sche Bewegungsgleichungen am Entwickeln waren und damit die Nachfolge und das mechanistische Weltsystem bestimmt haben. Ich meine, wir wissen seit Werner Heisenberg durch die Entdeckung der Unschärferelation, dass das gesamte mechanistische Weltbild seitdem nicht mehr tragbar ist. Mit dem mechanistischen Weltbild ist gemeint, damit man die ganze Welt praktisch in kleine Korpuskeln zerlegen könnte und über die Bewegungsgleichungen komplett die Zukunft berechnen kann. Und mit diesem Satz, die Wissenschaft benutzt dann in dem Sinn eigentlich sehr vereinfachte, simple Modelle, dass man sagt, einfach treibt den Geist heraus und da fällt der Zusammenhang und es ist eigentlich dann eine tote Materienwelt und die hat dann keinen Geist mehr und das geistige Band fehlt dann. Welche Bedeutung hat der Mephisto in diesem Stück? Ich meine, für mich war jetzt auch die Sache, ich meine, Leute dieser Art in diesen Kostümen, in Hörnern, in Pferdefüßen laufen ja nicht auf der Straße rum. Also mir ist bisher keiner begegnet und ich kenne auch niemanden, dem jemand begegnet ist. Also insofern ist diese Figur eine gewisse Abstraktion für Dinge, die in irgendeiner Form vorkommen. Und zwar, Mephisto ist für mich eigentlich der Antreiber so der Welt. Und zwar, dass eigentlich immer wieder was Neues passiert. Ja. Im Prolog steht ja, des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen, deswegen gebe ich ihm den Teufel als Gesellen zu.
um da immer wieder neues Antreiben zu bekommen. Gleich am Anfang ist ja Frau frustriert, fühlt sich in der Sackgasse, ist ja kurz davor, schon Selbstmord zu machen. Und als dann Mephisto in das Leben des Faust tritt, tut er ihn ja verjüngen, verschafft ihm die Grete und so, wie die Geschichte dann halt weitergeht, endet die Sache auch im Elend. Also der Mephisto ist praktisch die Versuchung oder der Reiz, die die Sache vorwärts treibt, und als Gegenstück zum Reiz ist eben dann der Verstand des Menschen gefragt, nämlich vorauszuschauend, wenn das so und so gemacht wird, was wird dann passieren? Das bedarf natürlich auch eines Erfahrungsschatzes. Vielleicht muss man auch da in die Geschichte zurückblicken, weil viele Dinge sind in dem Sinne nicht allzu neu. Die wiederholen sich doch ständig. Ja, das ist auch ein sehr bekanntes Zitat, auch im Prolog. Der kleine Gott bleibt stets vom selben Schlag und ist so wunderbar als wie am ersten Tag. Das heißt, der Mensch ist auch immer derselbe und dieselben Prozedere, die wiederholen sich ständig. Das Einzige, was sich in dem Sinne eigentlich entwickelt, das sind Technologien. Aber der Mensch in dem Sinn bleibt immer eigentlich von derselben Natur. Bühnenbilder und Kostüme, Kulissen sind immer etwas reduziert gehalten, um eigentlich zwar genügend Atmosphäre zu schaffen für die Situation, auf der anderen Seite auch, aber keine überladende Situation zu bringen, dass die Fokussierung immer auf einen Darsteller, auf einen Punkt ist. Ja, speziell im Hintergrund sehen wir die Erdgeist-Szene, was bei den meisten Darbietungen als Mann in der Flamme dargestellt wird, der mitten in der Erdkugel lebt. In unserem Fall ist die Interpretation so, dass es die Erdenmutter ist mit den vier Elementen. Unter diesen vielen Zitaten, 12.000 Zeilen, ist die Frage, welches für mich eigentlich persönlich die bedeutendsten sind. Und bei Faust 1 ist es die zentrale Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Oder einfach die Erforschung vom Himmel durch die Welt zur Hölle, die Reise. Bei Faust 2 ist es eigentlich die zentrale Erkenntnis, am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Ist natürlich im ersten Moment vielleicht etwas nichtssagend oder bedarf vielleicht ein bisschen des Nachdenkens. Und zwar, die Frage ist immer, was ist richtig oder falsch. Zum Beispiel alleine in meinem 19. Lebensjahr habe ich mich auch sehr stark mit der Frage beschäftigen müssen, ist Licht eine Welle oder ein Korpuskel? Die Frage hat sich zum Beispiel schon gar nicht mehr mit Ja oder Nein beantworten lassen, sondern man hat eigentlich sagen müssen, es ist weder eigentlich das eine noch das andere, das sind eigentlich alles so Hilfskonstruktionen und irgendwo, das eigentlich ist eigentlich was anderes. Und so sind eigentlich sehr viele Dinge, und zwar, dass man eigentlich in dem Sinn das Ding als Ganzes nur, sagen wir, sehr fragmental erkennen kann, so wie eigentlich das Licht dann sich im Prisma in mehreren Spektralfarben bricht, so kann man eigentlich Wahrheit oder Erkenntnis auch nur fragmental erkennen. Wobei aber doch dazu zu äußern ist, dass immer so eine Art Intuitionsrichtung besteht, was auch wieder im Prolog drin steht. Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Die Kulissen, die sind tja, nicht zu üppig, auch nicht zu wenig, sind eigentlich immer so da, dass man sofort über bekannte Bilder eine Atmosphäre schafft, die Text unterstützend die Bedeutung tragen sollen. Ich wurde im Jahre 1956 geboren, Schalltag 29. Februar. Gewisse christliche Werte, sag mal, wie Ehrlichkeit, Korrektheit, Fleiß und dann die entsprechende Belohnung, die irdische und natürlich auch die himmlische, das ist eine in sich geschlossene Sache. Und ich hatte da eigentlich schon so im vierten Lebensjahr oder fünften gewisse Erlebnisse im Kindergarten, wo man eigentlich gesagt hat, ja, man muss eigentlich stets die Wahrheit sagen, auch mit voller Überzeugung, gleich mal aufgenommen, sehr intuitiv. Und ja, und irgendwann mal was gefragt worden und irgendwas gesagt und ja, und dann gab es eine ordentliche Prügelstrafe. Zumindest habe ich mir schon zum damaligen Zeitpunkt gesagt, das passiert mir nicht nochmal, ja. So, und ja, und dann habe ich gesagt, ja, wenn das so ist, dann mache ich das nächstes Mal anders, ja. Und bei einer ähnlichen Situation, ja, eine ganz raffinierte
Lüge, die in sich geschlossen und auch plausibel war, ausgedacht. Ja, war alles okay. Leute nebendran, die mal wieder den korrekten, ehrlichen Weg gegangen sind, haben die Prügelstrafe abgeholt. Und das hat eigentlich damals für mich schon eine gewisse Diskrepanz losgelöst, ja, zwischen Verhalten, Intuition oder was man sollte machen und dann das, was eigentlich passiert. Ja, und das hat eigentlich schon einen gewissen ersten Weltbruch in dem Sinn schon ein bisschen herbeigeführt, dass sich eigentlich nochmal wiederholt hat, so im Teenager-Dasein, 13, 14, wenn, sag mal, kritisches Denken einsetzt und Dinge, sag mal, weitgehender hinterfragt wird und nicht mehr so diese blinde Gläubigkeit da ist, ja, und man, ja, auch das Nachdenken oder so. Und das hat doch eine gewisse Konfrontation mit der Umwelt ausgelöst und auch insofern hatte ich auch immer so was Faustisches selber in mir. So, was ist das? Ja, wo geht's hin? Wie betrifft das einen? Und sagen wir so, die Beschäftigung mit diesem Werk, ja, hat eigentlich schon zwar das nicht auf eine einzige Formel gebracht, aber man sieht auch zumindest, wie andere Leute mit dieser Sache umgehen. Also, ich heiße Alban Geier, ich bin Sänger und ich habe schon vorher bei einem Casting mich beworben. Das war Jesus Christ Superstar, also vor dieser Faustproduktion. Und ja, ich habe vorgesungen, I only want to say, if there is a way, take this cap away from me, for I don't want to taste its poison. Nee, die haben mich nicht genommen, weil ich einfach nicht Jesus ähnlich sehe. Und dann habe ich mich beworben bei einem anderen Musical, war sehr frustriert, dass es nicht geklappt hat. Da hieß es ja, das ist ein Raucher, der dann an Lungenkrebs stirbt. Und ich war beim Casting und ich soll mich mal in die Rolle reinfühlen. Und ich habe naja, also hat trotzdem nicht geklappt, ne? Wäre eigentlich jetzt von der Stimme her das Richtige gewesen. Und dann kam ich zu Rudi, zu Herrn Dr. Volz. Ich bin von Anfang an dabei, fast 10 Jahre. Und ich war, ich glaube, der Erste, der einen Produzenten kennengelernt hat. Und ich habe ihm gesagt, ich kenne ein paar Musiker, die haben ein Rockmusical. Das ist eine fitte Truppe, die spielen bereits, sie können das für dich machen. Und er hat damals gesagt, okay, ich mache den Faust, das ist ein cooler Faust, der ist in Leder gekleidet und kommt mit dem Motorrad auf die Bühne und so. Und wahrscheinlich spielt er den Faust. Ne? Naja, jetzt mache ich eben den Faust, kein Leder, kein Motorrad, ein altes Fahrrad. Ne? Passt auch. Ja, ich glaube, ich kann mich schon mit der Rolle identifizieren. Eine Freundin hat es kürzlich gesagt, jetzt kann man den Alban nicht mehr vom Faust bald unterscheiden. Du musst lernen, wenn du von der Bühne runtergehst, dass dann... Ja, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment war, oder? Ja, ein Kompliment. Ich stand auf der Bühne. Ich habe mich gerade frisch verliebt in die Grete. Stand allein auf der Bühne und habe gefühlt, meine Liebe. Der Lippe rot, der Wange Licht, die Tage der Welt, vergiss ich's nicht. Dann kommt der Mephisto herein und muss zu mir sagen, nee, ich sag zu ihm, hör du, musst mir die Dirne schaffen. Aber der Mephisto kommt nicht, er kommt nicht. Ich stehe da so. Tausend Leute schauen auf mich. Es passiert nichts. Ich muss warten, bis er kommt. Er kommt nicht. Der Lippe rot, der Wange Licht, die Tage der Welt, vergesse ich's nicht. Innerlich denke ich, er muss jeden Augenblick, er kommt jede Sekunde. Er kommt nicht.
Der Lippe rot, der Wange Licht, die Tage der Welt, vergess ich's nicht! Er kommt nicht. Der Lippe rot, der Wange Licht, die Tage der Welt, vergess ich's nicht! Naja, so ging das noch eine Weile, ja, ich hab dann irgendwie gut dazugelernt. Also Mephisto saß irgendwie auf dem Topf oder keine Ahnung. Die Szene war einfach geplatzt und ich habe diesen Satz mindestens. Naja, da habe ich dazugelernt. Also man muss doch, ich hätte ja sagen können, zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön oder irgendein Scheißdreck. Aber nee, aber peinlich. Peinlich, nicht schön. Doch, ich habe gelernt, aber nicht schlecht. Hi, Falco Illing. Ich spiele den Mephisto in der Rockoper Faust. Und das circa seit 9 Jahren. Dazugekommen bin ich mit der Micha, hat mich vorgeschlagen, das ist unser Basser. Mit dem war ich in Malaysia auf Tour. Und der hat mich dann Herrn Dr. Volz empfohlen. Und jeder Gig ist ein neuer Gig, also eine neue Inszenierung im Endeffekt, weil es passiert immer was anderes. Man sieht nie zweimal das Gleiche. Das ist auch schön. Also es wird einem direkt nie langweilig. Das schärfste Erlebnis, wir hatten mal einen Rodi, der wollte mir nach Ungarn gehen und er hat seinen Ausweis nicht dabei gehabt. Dann mussten wir tierisch lang an diesem Zoll warten, es war sehr unangenehm. 20 Stunden Fahrt oder sowas. Hat keiner gebraucht. Das war heftig. Mein schönstes Erlebnis, das ich bei Faust hatte. Mein schönstes. Das war, als wir in Büren gespielt haben, da wo ich herkomme. Das war Rock. Ja, wir spielen sehr oft in Wernigerode am Brocken. Und das ist schon ein bisschen mühsam. Da dürfen wir nur so laut spielen. Von so vielen. Das ist ganz grässlich. Da bin ich lauter als die Musik. Ohne Mikrofon. Und was lustig ist. Was lustig ist. Du warst ja selber dabei. Jeden Tag ein Lacher nach dem anderen. Ich bin Miriam Riemann, bin 23 Jahre alt und spiele die Rolle der Grete im Faust. Ich spiele die Rolle seit 3 Jahren und komme ursprünglich aus Ulm, wohne jetzt in Übersee am schönen Chiemsee. Die Rolle der Grete ist ziemlich kompliziert eigentlich. Also sie ist sehr jung, sie ist um die 14 Jahre alt. Sie ist aber nicht sehr schön und der Faust verliebt sich in die Grete aus dem Grund, weil er ja praktisch verzaubert wurde von der Hexe und jetzt alle Frauen eben unbedingt haben will oder als schön sieht. Das kommt dann vor allem in dem Satz raus, wenn der Teufel nach der Verzauberung zu ihm sagt, jetzt siehst du Helenen in jedem Weibe. Das heißt, er sieht jede Frau als schön. Und von daher kann man interpretieren, dass die Grete eben nicht sehr schön ist. Ja, sie ist sehr naiv und unerfahren eigentlich und wundert sich dann auch, warum der Faust sie überhaupt auf der Straße anspricht. Wenn sie dann mit dem Faust zusammenkommt, dann ändert sich das ganz schnell und sie möchte ihn auch wirklich haben, um jeden Preis. Und vergiftet deshalb eben auch ihre Mutter, also gibt ihr eigentlich ein Schlafmittel, das der Teufel danach vergiftet, wo die Mutter dann stirbt. Vor 8 Jahren hatte Rudi Tänzerinnen gesucht und Statisten.
und über einen Bekannten, also einen Freund von mir, dessen Vater hat einen Rudi gekannt und hat eben den Freund von mir gefragt, ob er nicht Statist sein will und Tänzerinnen kennt und so weiter. Und so bin ich da reingerutscht, erstmal als Tänzerin, und habe dann 4 Jahre getanzt bei Faust. Also ich habe schon immer, auch als ich Tänzerin war, die Lieder mitgesungen und so, weil ich ja, ich singe seit ich 11 bin, habe ich Unterricht. Und ja, und dann haben sie eben eine neue Grete gebraucht. Und dann hat der Rudi gleich mich im Auge gehabt. Viele lustige Sachen gab's beim Faust. Lustige Fehler während der Vorstellung. Ziemlich lustig war, wo wir in der Martis-Szene, wo eigentlich Martis Mann gestorben ist und der Teufel bringt ja die Nachricht, dass wir so richtig zu lachen angefangen haben plötzlich und uns nicht mehr eingekriegt haben und haben dann halt so getan, als würde das Lachen eben Weinen sein. Ja, also ich spiele eigentlich alle weiblichen Rollen außer Gretchen. Zum Beispiel Erdgeist oder Hexe. Oh, der Schüler ist auch noch dabei. Und ich bin eigentlich ganz, ganz zufällig in das Team gekommen. Und zwar hat mich einer aus dem Team hat mich angesprochen beim Rockkonzert in Stuttgart und hat gemeint, Mensch, du würdest da super reinpassen und hier Stimme geht ab. Naja, und dann habe ich mich mit dem Regisseur getroffen und dann haben wir alles in Sack und Tüten gepackt und da war ich plötzlich im Team. Na, wir haben jetzt schon einige Aufführungen auf dem Brocken gehabt und das ist schon schön, weil das ist so Faust comes home auf dem Brocken. Und da waren auch einige im Publikum verkleidet als Hexe und das ist ja auch eine Rolle, die ich spiele. Und es ist schon nett, wenn die danach dann zu einem kommen und irgendwie sagen, oh Mensch, hier die Hexe und so. Nee, war schön. Auf dem Brocken ist einfach eine Wahnsinnskulisse da an dem Naturschutzgebiet, mitten oben drauf auf dem Berg. Mein schrägstes Erlebnis. Also man kann generell sagen, dass die Truppe ein bisschen schräg ist und dass man hier auf alles irgendwie vorbereitet sein muss. Und dass selten, aber das ist wahrscheinlich in jedem Ensemble so, dass selten Dinge so laufen, wie sie eigentlich geplant sind und dass man sich dann halt darauf einstellen muss und dann immer das Beste aus der Situation macht und dann plötzlich auch mal eine Rolle übernehmen muss, von der man noch nicht wusste am Morgen. Ja, das, also weiß nicht, das ist schon der ganz normale Wahnsinn hier so am Drehtag. Und auch eigentlich bei jedem Live-Gig sind immer irgendwie neue Unzulänglichkeiten, mit denen man dann irgendwie zu kämpfen hat. Aber wir kriegen es immer hin, es wird immer gut, es ist immer lustig, weil die Leute halt einfach super drauf sind. Ich habe natürlich überhaupt nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich habe die DVD bekommen, habe die CD bekommen und habe es mir zu Hause angehört und bin dann direkt zum Live-Gig gekommen und habe mitgespielt und bin auch, glaube ich, das jüngste Teammitglied. So seit einem Jahr erst dabei. Die Truppe gibt es ja schon seit ewigen Jahren und bin super aufgenommen worden. Tolles Team. Ich bin schon seit ungefähr 5 Jahren bei Faust dabei. Es gefällt mir sehr gut, obwohl es manchmal auch etwas chaotisch ist. Mir gefällt zum einen der Stoff ganz arg gut, weil da sehr viel Weisheit und Wahrheit drin ist. Das sieht man schon daran, dass man im Alltag ganz viele Sprichwörter immer wieder hört, die aus Faust 1 oder Faust 2 sind. Bei Faust mache ich im Faust 1, spiele ich den Sensemann in der zweiten Szene mit Faust zusammen, wo er sterben will. Und muss dann enttäuscht wieder abziehen. Dann spiele ich die Mutter. Es macht mir sehr viel Spaß, die Mutter von der Grete zu spielen. Und im Faust 2 habe ich eine etwas größere Rolle. Da habe ich sogar Text und spiele einen Astrologe, was mir außerordentlich gut gefällt. Außerdem sorge ich fürs Catering, damit die Leute auch was zu essen haben. (lacht)
Und ich habe die meisten Fotos für die letzte Faust-CD gemacht. So. Ich bin mit dem Thema immer schon verbunden gewesen. Zum Beispiel, ich habe 5 Kinder und die letzten beiden Kinder, da waren so die Geburtssprüche, waren auch Texte aus Faust. Zum Beispiel, webe hin und her, Geburt und Grab, ein ewiges Meer. Und ich habe Lust, mich in die Welt zu wagen, der Erde Leid, der Erde Freude zu tragen. Hat mir sehr gut gefallen und hat auch sehr gut zu den kleinen Kindern gepasst. Mein tollstes Erlebnis war eigentlich so, als wir das erste Mal im Osten gespielt haben, so mehr oder weniger im Freien, und die Leute waren so begeistert und haben getobt und wir mussten ganz oft wieder auf die Bühne und ist schon schön, wenn man dann nach der Aufführung auf der Bühne steht und die Leute klatschen und johlen und stehen auf und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Größte Katastrophe, da ist zweimal hintereinander der Strom ausgefallen und während dem Auftritt. Und das war schon, irgendwie muss man dann wieder mit dem Text weitermachen und so. Und also gerade zweimal hintereinander war der Strom weg, das war schon blöd und ja. Hallo, ich bin der Schische. Ich bin seit 6 Jahren bei dem Faust-Projekt dabei und baute seither die Kulissen und führte die Lichtregie, soweit es mir möglich war. Und durfte seit 2 Tagen beim Filmdreh den General spielen, was mich an meinem Geburtstag sehr gefreut hat. Also eines der lustigsten Ereignisse war in Polzen, in einer Scheune, wo wir spielten, da ging im ersten Akt der Strom aus. Und da spielte nur Mephisto weiter. Das dauerte ungefähr 10 Minuten und das Volk grölte doch und freute sich durchaus. Geile Erlebnisse hat man schon. Man war schon in Budapest, man spielte fast im Osten Richtung Polen. Es macht durchaus mehr Spaß, auf der Bühne zu stehen, als hinter der Bühne. Oder vor der Bühne, ansonsten. Doch die Rolle als General gefällt mir sehr gut. Vielleicht darf ich sie ja mal selbst auf der Bühne spielen und nicht nur beim Dreh, bei diesem Filmdreh. Würde mich freuen, Rudi. Hallo, ich heiße Michael Wagner, ich spiele Bass bei Faust und bin eigentlich von der ersten Stunde an mit dabei, das sind jetzt auch schon 9 Jahre und ich freue mich jetzt hier zu sitzen und für diese Aktion mit dabei zu sein. Der Rudi hat eine Truppe gesucht, eine Band, die eigentlich schon in sich geschlossen zusammenspielt, damit das Ganze gleich von vornherein den richtigen Groove bekommt. Und ich hatte damals eine Band, wir hatten eine eigene Rockoper geschrieben. Und daraufhin hat er gemeint, das ist ja genau die Sache, solche Leute braucht er. Und seitdem sind wir eigentlich die Begleiter an seiner Seite. Mussten dann innerhalb kürzester Zeit die Lieder uns draufjobben, sind dann ins Studio und 2 Monate später war die große Premiere von Faust 1. Und seitdem sind wir mit dem Rudi zusammen auf der Bühne. Okay, es hat sich dann am Anfang die Faust 1 Sachen, es waren mehrere Komponisten, die das Material vorbereitet haben für diese Studioaufnahmen, und es hat sich aber bei den Live-Auftritten herausgestellt, dass doch gewisse Sachen so nicht so gut funktionieren, beziehungsweise die Szenen wurden einfach weiterentwickelt, man brauchte neue Musik, und da bin ich dann eingesprungen und habe dann die Songs mitkomponiert oder komponiert und arrangiert und vorbereitet für die Band und für das Ensemble. Und dann bei Faust 2 war ich da sehr aktiv an Rudis Seite und habe das eigentlich von vornherein mit konzipiert von der Musik. Das schrägste Erlebnis, oder ein sehr schräges Erlebnis war mal, wir haben in Open Air gespielt mit so einem, das Dach, das war eigentlich nur so eine Zeltplane, so ein Sonnensegel, und
die Bühnenaufgänge von der Seite und wir waren auf der Bühne und haben ein Lied angefangen zu spielen und die Szene kam nicht zustande, weil der Hexenkessel fehlte und keiner hat sich rausgetraut auf die Bühne, um weiterzuspielen, weil der Hexenkessel nicht da war, aber der hat dann nicht durch das Segel gepasst. Und es ging circa 3 Minuten und dann hat dann doch irgendjemand Initiative gegriffen und hat sich auf die Bühne getraut, ohne Hexenkessel. Ja, hallo, ich bin der Herb, ich spiele Gitarre bei Faust 1. Jo, und ich bin ja jetzt so circa 1,5 Jahre dabei. Das Ganze hat angefangen als Aushilfsjob und irgendwie wird es immer mehr. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich sollte eigentlich Songs schreiben für ein anderes Projekt, das der Rudi macht. Und dann war irgendwie das Problem mit dem alten Gitarristen da, dass der keine Zeit mehr hatte. Und dann wurde ich gefragt, ob ich das machen könnte. Und eigentlich ist es immer noch ein Aushilfsjob für mich. Aber irgendwie doch nicht. Also ja gut, das schrägste Erlebnis war das, dass wir hatten einen Auftritt auf dem Brocken und dann irgendwie, es war, wann war das? Es war auf jeden Fall noch irgendwie Frühjahr, da war es noch richtig kalt alles und eisig. Und dann waren die ganzen Shuttlebusse schon weg, weil wir mussten ja vom Brocken runter zum Hotel fahren. Und jetzt war es so, dass ich hätte beim Rudi im LKW mitfahren müssen und dann hatte irgendjemand den Schlüssel vergessen für den LKW. So mussten wir beim PA-Verleiher mitfahren. Der war aber vorne schon voll, so mussten wir zu viert auf der Ladefläche nach unten fahren. Das war bei minus 10 Grad. Das war natürlich nicht so. Es war spannend. Na gut, sag mal, das ist eigentlich ja eine Rockoper. Das sind eben viele, die Live-Sachen sind eben viele Orte, die, bei denen kann man einfach eigentlich nicht so laut spielen. Das heißt, es ist nicht wirklich vom Rockfeeling oder wie soll ich sagen, die Lautstärke ist halt dann nicht so machbar, die man bräuchte. Also Rockgitarre ist laut, aber da muss man leise spielen und da muss man eben klarkommen und es ist nicht so leicht mit in dieser minimalsten Lautstärke da irgendwie das authentisch zu machen. Das ist die Schwierigkeit. Jo, ich bin der Uwe, spiele die Keyboards bei Faust, bin seit Beginn der Produktion dabei, die Premiere war 97 in Ulm. Seither spielen wir in Deutschland umeinander. Wir hatten im Osten mal in Eubin ein Auftritt, das war mitten im Wald auf so einer kleinen Freilichtbühne, alles sehr idyllisch gelegen. Das Problem war nur, es hat geregnet wie Schwein, aber die Zuschauer waren genauso ausharrend wie wir und von dem her war es ein gelungener Abend. Der Rudi Volz kam eines schönen Tages zu uns nach Ravensburg und hat gesagt, er sucht eine Truppe, die eine Rockoper spielt. Wir hatten damals ein Rockshow-Projekt, das nannte sich Science of Magic, das leider aufgrund von Finanzmangeln eingestellt werden musste. Und das war direkt davor und dann kam das natürlich sehr gelegen, dass jetzt jemand quasi die Truppe einfach so komplett bucht, um eine neue Rockoper zu machen. Ansonsten ist prinzipiell bei der Truppe einfach so, dass es immer was zu lachen gibt. Wir sind in Budapest gewesen, haben da gespielt und kein Wort verstanden von dem, was die Leute uns gefragt haben. Und haben in vielen Städten und Dörfern von Deutschland gespielt, wo ich bisher noch gar nicht wusste, dass es die in Deutschland gibt. Und wichtig ist für mich einfach die Truppe und dass es nett ist und dass es Spaß macht. Ja, ich bin Volker und ich spiele Schlagzeug bei Faust. Ich bin von Anfang an dabei. Ich bin eigentlich dadurch dazugekommen, weil Uwe und Micha mich irgendwann eines Tages gefragt haben. Der Bassist eigentlich, mit dem ich schon in einer anderen Band zusammen gespielt habe. Und der hat gemeint, er hätte da was, ob er sucht noch einen Schlagzeuger, ob ich Lust hätte. Und ja, dann habe ich ja gesagt und dann mitgefangen, mitgehangen.
sozusagen. Es ist beeindruckend, wenn man in den neuen Bundesländern spielt, wie die Leute eigentlich da drauf abfahren oder mitgehen. Budapest war sehr schön, sehr, sehr nett zu spielen. Am Anfang war es sehr ungewöhnlich, dass das im Gegensatz zum normalen Rockkonzert einfach alles über Stichworte abläuft. Und vor allem auch das Problem, wenn einer der Sänger oder so ein Stichwort vergisst, dass man sich eigentlich so gut im Stück auch auskennen muss, dass man dann selber weiß, dass man jetzt doch anfangen spielen sollte oder einzählen oder nicht. Das unterscheidet es eigentlich so hauptsächlich von anderen Sachen. Mike Müller. Ich mache die Bildregie und ich bin dann auch verantwortlich für die DVD-Produktion. Das heißt, alles, was im weitesten Sinne mit Bild zu tun hat, Kameraregie, Schnitt, Post-Production und DVD-Authoring, das kommt alles von mir. Ich finde es ein sehr spannendes Projekt. Das ist genau der Grund, warum ich da mitmache. Weil es eine riesengroße Herausforderung ist, ein Stück, was es seit 9 Jahren für die Bühne gibt, so irgendwie umzusetzen, dass es auf DVD gut aussieht. Auf der Bühne gibt es Publikum, es gibt Interaktion. Das sind all die Dinge, die man jetzt momentan einfach nicht hat. Noch dazu haben wir hier mehrere Kameras, 3 Kameras plus Krankamera und verschiedene Situationen. Und es ist nicht immer ganz so leicht für die Schauspieler, die einfach ein perfektes Feedback von der Menge gewöhnt sind, jetzt auf einmal vor der Kamera zu agieren. Aber wir sind eigentlich recht happy mit den Ergebnissen und haben sehr schöne Bilder eingefangen und gute Stimmungen. Ja, es gab lustige Erlebnisse. Ich sage einfach nur, würde man diese komplette Produktion verfilmen und sie würde im Fernsehen ausgestrahlt werden, es würde uns niemand glauben.